Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Euphoria-Box von Alias. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, so natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Euphoria von Alias aus dem Jahr 2016. Wir haben hier eine weiße Box mit schwarzem und rotem Aufdruck. Von der Optik erinnert es sehr stark an so eine Medikamentenschachtel. Medikamentenverpackung gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben hier oben einmal Alias Euphoria 100 Forte Audiopräparat Wirkstoff Euphoria. Also wirklich wie irgendeine Medikamentenpackung gestaltet. Echt nett gemacht. Und dann haben wir hier unten die Angaben zum Inhalt. 19 Tracks, Euphoria Standard CD, Euphoria Re-Up Bonus EP, Euphoria T-Shirt, Euphoria Textbuch, Euphoria Poster und vieles mehr für andauernde Schmunzelflips bei Jetlag zur Welt. Dann haben wir hier noch die zwei A's, stehen in diesem Fall wahrscheinlich für Ali A's. Ansonsten, also hier weiß, hier lesen wir nochmal Alias Euphoria 100 Forte. Weiß, hier nochmals Alias Euphoria 100 Forte. Und auch hier auf der Rückseite wieder Audiopräparat etc. Was lesen wir hier noch? Arzneimittel für Lelex unzugänglich aufbewahren. Okay. Mois, such im Falle von Kummerkicks umgehend einen Arzt auf, sonst direkt ein Self-Merk. Gut, gefällt mir gut. Dann haben wir noch einen Barcode und dann natürlich hier die Credits, die Beteiligten des Albums. Gut, das Ganze, eine Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, die Bonus-EP, die Instrumentals, das Album an sich, Sticker, Textbuch und Poster. Von innen die Box glatt in weiß gehalten. Wir machen das Ganze mal wieder zu. So, nachdem zwei Artikel noch eingepackt sind, werden wir diese mal hier befreien. Also wir haben hier einmal so einen Druckverschlussbeutel. In diesem haben wir einmal ein T-Shirt. Weg damit. Und dann haben wir natürlich noch das Album, dieses auch noch eingeschweißt. Werden wir gleich mal öffnen. Ja. So. Also, so sieht das Album aus, das Cover, Alias Euphoria. Und wir haben hier Alias abgebildet mit zwei Damen, die beide jeweils eine Tablette, eine Pille auf der Zunge liegen haben, die Hände auf deren Kopf gelegt. Alles sieht richtig heftig aus, so irgendwie so eine Mischung zwischen einem durchgeknallten Doktor, Psychiater etc. und einem, ja, einem Sektenführer oder irgendeinem Guru. Wirkt auf jeden Fall sehr unheimlich auf mich. Heftiges Design. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, interessanterweise hier so geviertelt dargestellt. Wir haben insgesamt 14 Tracks. Wir haben Features von, ist leider schwer zu lesen hier, Namika, Farid Bang, Marlo, dann haben wir hier noch Kollega und Motrip. Ich muss sagen, von diesen 14 Tracks sind meine Favoriten einmal der Track Euphoria mit Kollega. Der wurde auch schon als Video ausgekoppelt. Und dann auch noch der Track, wo haben wir es? Lass sie tanzen mit Namika. Also das sind meine beiden Favoriten. Gebt ihr auch zu allen beiden ein Video. Dann haben wir hier nochmal A-L-I-A-S. Credits plus Barcode. Auf der Rückseite lesen wir auch nochmal Alias Euphoria. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes ins Booklet. Und zwar haben wir hier Alias und der Schriftzug Euphoria daneben. Da
dann die Infos, wer an den einzelnen Tracks beteiligt war. Die Credits. Wieder so eine Dame mit einer Tablette in der Hand. Was lesen wir hier? Danke an alle und vor allem an Alias, der immer an mich geglaubt hat. Okay. Und dann haben wir hier noch den Schriftzug von Alias. So, die CD sieht so aus. Wir haben hier Alias abgebildet, die Hand zu einer Pistole geformt und hier eine Zigarette im Mund. Dahinter genau dasselbe. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, auch hier wieder Alias abgebildet, gerade im Sprung. Interessantes Cover auf jeden Fall. Da haben wir nochmal alle 14 Tracks eben in der Instrumental-Version. Ungewöhnlich, dass die CD oben rauszunehmen ist. Auch hier wieder Alias Euphoria zu lesen, Instrumentals. So sieht die CD aus. Und das Ganze, wie so oft bei Instrumentals, in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP. Sieht so aus, auch hier wieder eine Dame dabei, mit Tabletten gefüttert zu werden. Und dann haben wir hier 5 Tracks an der Zahl. Einer mit Features. Muss ich ehrlich sagen, in die EP habe ich noch nicht reingehört. Zu den Tracks kann ich derzeit noch nichts sagen. Okay, Credits plus Barcode. Auch hier wieder die CD oben zu entnehmen. Schauen wir mal. Bonus EP, also die CD genauso gestaltet wie auch schon das Cover. Jedenfalls Papphülle. So. Dann haben wir 2 Sticker an der Zahl, beide rechteckig mit Alias Schriftzug, weiß auf rot, sehr schön. Dann ein Poster, schauen wir doch mal, was wir hier drauf haben. Also wir haben hier den guten Mann, den Interpreten Alias abgebildet, wieder in diesem Guru bzw. Arzt-Outfit, weiße Jeansjacke, weiße oder graue Kapuze, dann hier großer Schriftzug über der Brust, Alias, das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Dann haben wir das Textbuch, so ein Heftchen. Wir haben hier sogar ein Inhaltsverzeichnis, also was finden wir auf welchen Seiten, die Tracks durchnummeriert. Und dann haben wir hier die einzelnen Texte schön Wort für Wort abgedruckt. Gefällt mir gut. Da kann man dann, man sieht ja echt, dass die Tracks von Alias doch etwas umfangreicher sind. Da kann man das Ganze dann nachlesen bzw. mitrappen. Was haben wir hier noch? Audiokommentare, Download unter embassyofmusic.de/alias Passwort Euphoria. Also wenn euch die interessieren, könnt ihr den natürlich mal abchecken. Schön. Und dann haben wir als letzten Inhalt der Box ein T-Shirt in schwarz gehalten. Mit weißem Aufdruck auf der Brust, Alias Euphoria, Prophet, Poet, Prolet. Sehr schön. Das Ganze von der Anordnung, von der Form erinnert mich so ein bisschen an so ein Herz, also Dreieck oder Herz. Rückseite ist blank, kein Neckprint. Und wir haben es zu tun mit einem Kia Europe Superfit in der Größe L. Und das Ganze ist, habe ich verpasst, hier steht es, 100% Baumwolle. Ich hoffe, man kann das lesen. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob wir sehen, ja, hier steht es, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck links auf der Brust.
relativ schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Ich muss ehrlich sagen, vom Design her gefällt es mir richtig gut, weil das nicht so klassisch irgendwie quer über die Brust ist, sondern hier wirklich so nur auf der linken Seite so ein kleines Detail und von der Form oder von der Schriftart sehr gelungen ist. Also in meinen Augen kann man das durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Textbuch mit allen Tracks, Texten des Albums. Dann einmal dieses Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Zweimal dieser rechteckige Sticker. Die Bonus-EP. Die Instrumentals zum Album. Und natürlich das Album Euphoria an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Euphoria von Alias. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alias unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.